Jetzt in die Grenze führt an Heiden. Kamen die überbriefen, wer was hat. Und ich habe meinen Tag, ja, jetzt bin ich schon fast in Deutschland, brauche ich mal kein Kreuz mehr machen. Und denke ich, was kann ich ein Geschenk zu bringen von Ukraine auf Deutschland? Mit was kann ich es jetzt überraschen? Gar nichts. Ach, denke ich, ich nehme eine Flasche Branntwein mit. Die Branntwein haben sie gefunden. Uns von Zug runter. An dem Grenzübergang jetzt nach Deutschland. An dem Grenzübergang auf der Deutschland. Und eine Woche vor dem, als ich von zu Hause weg war, hat mich mein Hund gebissen. Dann denke ich, ich gehe jetzt nicht mehr zum Arzt. Immer kommt was dazwischen, immer kommt was dazu. Ich komme schon nicht mehr weg. Habe ich mitgenommen, so eine kleine Flasche Penicillin, Pulver, auf die Wunde zu streichen. Großer Gott. Von Branntwein haben sie im Labor. Von Penicillin im Labor. Habe ich gesagt, es ist nicht gefährlich. Ich habe keine Drogen. Man hat mir nicht geglaubt. Aber es war noch ein älterer Mann, der hat ihm gesagt, nur ruhig, es wird alles gut sein. Es wird alles gut sein. Naja. Endlich, der Zug hat gewartet auf uns. Dann sind wir in den Zug eingesteigt, auf Deutschland gekommen. Es war alles gut. Ich habe erzählt, dass mein Bruder wollte mich in Grundig lassen. Es hat nicht geklappt. Bleiben wir noch ganz kurz. Ja. Also das heißt, an der Grenze wurden sie rausgenommen aus dem Zug. Man hat vermutet, dass es irgendwelche illegalen Substanzen sind. Ja. Ja. Dann wurde festgestellt, es ist alles in Ordnung. Ja. Und sie sind weitergekommen. Wo sind sie denn erstmal überhaupt angekommen mit dem Zug? Auf Nürnberg bin ich angekommen zu meinem Bruder, weil ich habe ja eine Einladung gehabt zu Besuch. Und wegen dem, weil ich den Registrierschein habe von Kriegszeit, mein Bruder gesagt, wenn du kommst, du darfst bleiben, weil du bist hier schon eingebürgert, schon 44. Jahr. Und so war es. Aber es hat nicht geklappt, nur mit Grundig, dann bin ich hergekommen auf Friedland.